Willkommen zurück zu Abyss Kip 2. Weiter geht's mit der Ninja Castle. Also hier scheint's echte Action zu geben. Und ich denke mal, hier erwartet uns auch wieder ein Boss. Hikaru, ich schicke dir diese Jetzt schon das Fernlenk-Auto kommt in diesem Spiel. Affen ganz locker. Im Gerätetrainer kannst du coole Fahrtechniken lernen. Fest, was ist so cool. Jetzt ist ja wieder logisch, weil er hat die Gadgets hier erfunden. Ah, sehe ich echt lustig hier mit seiner fetten Nase. Voll der Breaker. Und tschüss, Mann. Ja, mit dem Auto können wir auch Gegner umfahren. Ich muss euch das erklären, weil ich keinen Bock auf diese Telefon da. Hä? Ach so. Ja, klar. Ich habe nur nicht gesehen, dass da ein Loch war. Denn das Fairlake-Auto kann durch das Loch und dann auf den Schalter, logischerweise. Hä? Das gibt's in Abyss Kip 3 nicht. Das muss man hier machen. Öffnungen kann das Fairlake-Auto auch durch Röhren fahren. Ach so. Da drüben ist eine Röhre. Es gibt sie auch sonst an vielen Stellen. Was? Abyss Kip 1 gab's die nie und Abyss Kip 3 auch nicht. WTF. Die kenne ich gar nicht, diese Röhren. Und wie geht das? So, ist ja ganz chillig eigentlich. Aber nette Idee eigentlich. Oh, naja. Ganz nett und weiter geht's. Mit der Ninja Castle. Viele Affen. What the fuck? 12. 12 von 15. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's so ab. Das wird nicht einfach. Oh, diese Musik ist schrecklich. Ah. Egal, hören wir da einfach weg. Los geht's. Und die hässlichen Bienen wieder. Boah, wie ich euch hasse. Ihr seht so hässlich aus. Wie, bist scheiße, aber was war das? Nee, hast dein Stachel abgeschossen, wie die Bienen das machen können? Weiß ich nicht. Sehr mysteriös. Oh, was ist das für ein Honk? Ach, den kann man so fangen. Ja, ganz einfach. Twiggy. Und hier war aber ich auch noch einen gesehen. Oh, da ist bestimmt wieder so ein Fei-Hinweis hier so am Telefon. Nutze dein Fairlake-Auto, kannst die Affen da rausholen. Boah, sowas muss ich mir echt nicht antun, deswegen muss ich so einfach raus und... Raus da, mein Freund. Hä? Oh, habe ich schon in Abyss Kip 1 immer gefailt mit den Affen hier. Ah, voll ging. Somnia. Somnia. Heißen nicht Schlaf, Somnium ist Schlaf, Plural von Schlaf, lolz, Latein. Oh, hier ist so eine Röhre. Jetzt können wir mal schauen, was wir gelernt haben. Oh, richtig nice gemacht. Doing und Dachschaden. Ach so, der läuft jetzt immer noch weg. Boah, du Assi. Boah, zwei Affen gegen mich. Boah, tschüss. Es geht ab. Und der hat Ninja-Stern, der muss erstmal weg. Ah, bleib da stehen, ey, Honk. Harry Carry. Para Carry aus Super Mario. Aus Paper Mario. Einfach. Paper Mario 1. Erinnert mich irgendwie an Para Carry, der Name. Naja. Du Assi, ey, du hast uns einen Keks weggenommen. Schnarch. Also so geschnarcht hat er nicht. War ziemlich aktiv. Nicht so eine Schlafmütze war es überhaupt nicht, auf keinen Fall. Oh, so ein Toro wieder. Toro, ole! Oh, ein blauer Affe, so nichts können. Chan, Jackie Chan. Oh Mann. Und wir lassen hier mal die Zugbrücke runter. Hm, aber hier gibt's noch Geld drin, ne? Das holen wir uns natürlich. Ah, ist so nervig, dass bei Abyss Kip 2 kein Turbo gibt. Ist hier nicht schnell. Kann ich's doch beschleunigen? Nee. Tauchst du nur wieder hoch. Ja. Schnell unten nach unten tauchen, weil irgendein Affe hat mich gesehen und ich glaube, das sind Schrotflintenaffe. Pistolenaffe. Ach, der ist jetzt im Wasser. Nice. Los, den holen wir uns. Yes, gotcha. Dunchan. Oh, das ist von Guild Wars hier. Dunchan der Schwarze, lol. So ein übelst schwerer Boss. Im Exil des Sklavenhändlers. Boah, das war richtig schwer, ich sag's euch.
Lol, was man ist hier alles gibt. Oh, ein Keks. Ich kann ja auch mit einem Fernlink-Auto Sachen einsammeln. Münzen, Kekse, und das werde ich jetzt auch machen. Das lohnt sich. So hätten wir dann auch den Doom-Schaden da runterlocken können. Aber ich habe sie anders gemacht. Verrückter. Hier ist nichts mehr, ne? Nee. Nur da drinne. Und rein da. Oh, das ist ein Speed-Affe. Wir haben ja schon mal bemerkt, dass in dieser spanischen Welt zwei Speed-Affen nur mit den Sprintreifen kriegen. Boah, ein Speed-Affen mit Ninja-Stern, wie er abgeht. Voll der Hand zu Hattori, ey. Wenn er jetzt gleich Hattori Hand zu heißt, ne, dann lache ich mich Schrott. Voll der Ninja. Boah, wie abgeht. Wie abgeht, ey. Man kann nichts machen. Ey, Alter, ey. Geh ins Netz, ey. Finde ich gar nicht so krass von dir, Alter. Ey, Zaun, ey. Wer hat den Zaun, ey, eingestellt? Oh, der fällt auf Fresse, so ein Honk. Rapido. Ja, der war aber echt rapide. Rapid ist der Französische und heißt schnell. Oh, wenn ich jetzt wieder was Falsches sage, dann habe ich echt überhaupt keine Ahnung in Französisch. Weil Vita heißt auch schnell und jetzt bin ich irgendwie ein bisschen verunsichert, aber nee. Sollte halt. Ja, schnell heißt er, und wo kommt dieses Drecksferkel weg? Mann, wieso treffe ich das nicht mit meiner geilen Drehattacke? Wie schnell das ist, das ist so rapido, ey. Und er hat das Auto einfach kaputt gemacht. Das ist Privateigentum, Mann. Ich zeig dich wegen Sachbeschädigung an, du Spast. So, jetzt lass mich da ran. Du Idiot, du. Dreckiger Idiot. Jetzt bin ich aber bei dir drinne, mein Freund. Ey! Oh, der konnte ja gar nichts. Der Jim. Bono. Jetzt aber Achtung, Baby. Bono, geiler Name. Erinnert mich schon wieder an Susano von Horror Story 3. So, boah, ich hab keinen Bock auf die. Warte mal. Kavuz. Und Kavuz. Down. Ach so, wenn man die killt. Denn, oder habe ich das Fass erwischt? Jo, ich habe das Fass erwischt. Boah, wenn man das Fass erwischt, dann öffnet sich dieser Weg hier zu dem Affen, der wohl relevant ist, oder ob das nur ein Sequel ist. Das frage ich mich. Oh yeah. Oh, fuck you. Scheiß Drecksolle, ey, die Gegner sind so hässlich in diesem Spiel. Gib noch nicht mal einen Keks, Assi, ey. Dann halt nicht. Ich frag mich, wo ich lang muss. Irgendwie sagt mir Secret gerade mehr zu. Darum gehe ich da mal hin. Auf zum Secret. Kommt ja nicht jeder drauf, also muss doch was bringen. Bono. Ach, hier war Bono, okay. Wo geht's denn jetzt hier hoch? Das interessiert mich schon. Oh, ich hasse den Sprintreifen immer noch. Auch wenn wir ihn benötigen, um die schnellen Affen zu fangen. Oh, du Asi! Mann! Was? Und, Hikaru, weißt du, wie man schleicht? Nicht wirklich, oder? Warum habe ich das aktiviert? Ich dachte, es kommt mal was Sinnvolles. Was kann man irgendwie in diesem Spiel ja nicht erwarten? Tja, meine Ansprüche sind halt so. Was? Wieso braucht ihr jetzt drei Schläge? Scheiß Eule. Brille viel, Mann. Hä? Vier? Down. Endlich. Puh. Warum soll ich hier überhaupt schleichen? Oh, okay. Aber gibt's eh mehr abzugrabbeln. Ah, und dich habe ich auch. Hideyoshi. Oh, Hideyoshi Toyotomi. Von Warriors Logi oder von Samurai Warriors. Geil, der Affe. Der auch bekannt ist als Affe, ja. Ja, passt ja dann. Los! Hideyoshi Toyotomi. Geile Sache. Aber das gefällt mir ja in der Ninja-Welt. Zwar gammelige Musik, aber von Name her Takashi. Takeshis Castle, aber Takashi heißt er. Meine Banane ist tödlich. Hm. Oh, ey, das ist richtig lustig. Sio. Okay. Ist das Takashi? Hm. Glaube schon. Kann man sich da anschleichen? Hm, der ich dachte schon. Er meditiert, hat natürlich sofort diese Ruhestörung festgestellt, aber war trotzdem Noob. Ja, Takeshi von Takeshis Castle mehr auf den Kasten. Hm. Oh.
erstmal wieder hier zu unseren guten alten Fairlink-Autoreifen. Durch die Röhre geht's und na? Oh, der macht das Auto bestimmt kaputt, oder? Oh, dieser Wichser. So, wie machen wir es denn jetzt? Ich habe keine Ahnung. Er macht das Auto. Achso, wir müssen den wahrscheinlich erst wegscheuchen. Dann hier ganz gechillt drauf. Ja. So wird's gemacht. Yes. Ganz elegant. Erstmal die blöde Eule hier ausschalten und tschüss, Mann. Au revoir. Wow, das ist ja einer mit Gun. Ach nee, aber ein Wurfstern halt. Ach, das war schon schade. Die Map hat mir Spaß gemacht. Die ist richtig geil. Die hat's wirklich. Die war was. Genau nach meinem Geschmack. Mit Hideyoshi war das Highlight, ey. Hideyoshi Toyotomi. Ja, wie erwartet. Ein Boss dahinter. Ja, der gelbe Affe. Oh, der gelbe Affe ist so scheiße. Richtig schwer bei Ape Escape 3 gewesen. Mal gucken, wie er hier ist. Und fett ist er. Und hat so eine komische Frauenstimme. Hat der die hier auch? Weiß gar nicht. Ne, hier hat er eine andere Stimme wie lame. Oh, was haben wir denn hier? Boah, ist der schwul! Das glänzende Juwel der verrückten fünf Affen. Okay. Willkommen in meinem Ring. Der ist doch gay. Möchtest du ein Match gegen mich wagen? Aber bitte sei nett zu mir. Was hat dieser Affe bloß? Ja, ohne Spaß. Du kannst nicht einfach so meinen Körper angreifen, weißt du? Nee, nicht alle wollen einen begrapschen. Was für ein Spaß. Ich bin wirklich sehr gespannt, wer zuerst aus dem Ring fällt. Willst du jetzt nicht mehr hier mit mir Sumo ringen, oder was? Willst du nur körperliche Kontakt hier? Bah, süßer! Nennt der ein. Hey, hey, willst du mich anschwulen oder was? Boah, wie abgeht. Und tschüss, Mann. Bietet sich hier wieder der Sprintreifen an, ich glaube. Oder ist der zu schnell? Ja, weiß ich nicht. Nee, Sprintreifen ist wieder gut, wie man Skipper Ape Escape bossen. Na, fuck off. Jetzt muss ich skillen. Es wird jetzt schwierig, hier noch zu gewinnen. So ein Spaß. Ist viel zu klein auf meinem Bildschirm. Kann ich gar nicht sehen. Ah, jetzt, ach so, ich muss jetzt mal rausfinden, wie der Schwuchtel tickt. Hey, hey. Oh, fuck off, Mann. Das war mein Fehler. Kameraführung, FTL. Okay, ich geh down. Scheiß drauf. Dafür weiß ich, wie er tickt. Er ist gay und hat ziemlich fiese Moves auf dem Kasten. Ich komme. Ja, scheiße, Mann. Der Schwuchtel hat echt fiese Moves. Oh, halt die Fresse! Gay Lord, ey. Geh nach Hause. Oh, wie niedlich. Oh, wie niedlich. Ist das lame. Oh, wie niedlich. Boah, komm, greifst jetzt mal an, du Honk. Spaß. Ja, dann komm auch. Ich will dir einen Arscher so und für deine Schwulheit. Und tschüss, Mann. In your... Naja, nicht ins Face. In your ass. Er würde wahrscheinlich gerne was mit einem Ass machen, so. Naja, ich lass es mal lieber. Ich werde es jetzt hier nicht weiter thematisieren. Oh Mann, du Assi. Dieser Fucktat, ey. Ja, klar. Boah, ist der gay. Alter. Das geht ja gar nicht. So ein Verrückter. Hehe. Nicht mit mir. Oh, ein Schiss, Mann. Na, tat es weh. Cheaterecht. Spaß. Und da kann man leicht drüber springen. Erinnert mich an Spectre. Final Boss. Ape Escape 1. Auch solche Schockwellen. So, jetzt stürm auf mich zu, du Honk. Ah, jetzt habe ich die Moves raus. Wo ist er? Ich falle! Ja, ich gebe dir den Anschwung, wenn ich nicht traust. Idiot. Oh, Pirouette. Komm und hol mich! Komm und hol mich! Ich hatte einer eine Waffe, ey! Wie oft willst du es noch sagen, du? Spacko. Eierkopf, du. Dr. Eierkopf. Hey, hey! Hey, oh, sorry! Oh yes, oh yes, oh yes! Hey, ja, hey, du wirst gleich sowas von... aufgespießt in der Liga, schau, du hast nichts besseres als dir, du bist so crazy Idiot, du.
Boah, der hat aber echt geile Moves auf dem Kasten. Das muss man ihn lassen. Also, der erste Boss, der war witzig. Dieser hat den Schwierigkeitsgrad stark angehoben. Boah, wie abgeht. Komm schon. Down. Down! Boah, der war echt schwer. War auch schwerer als Spectre Final Fight, Ace Game 1. Das hat weh getan. He, he, he. Bin dir bloß nichts darauf ein, dass du gewonnen hast. Ich war nämlich auf Diät und hab meine Vita Z-Banane nicht gegessen. Und mit leerem Magen kann ich nicht kämpfen, kapiert? Bitte. Also pass bloß auf beim nächsten Mal. Ich krieg dich mal. Was? Nein, ich will dich einfangen. Zurück. Er ist entkommen. Oh, Verrückter, schmeißt du bist mit Idol für die ganze Welt. Nein. Ah. Oh mein Gott, war das crazy, guys. OMG. OMG, OMG, ohne Spaß. Und so sieht's aus. Na, Affen gefangen. Boah, doch so viele. Wow. Boah, der hat so reingehauen, ey. Zwei Kekse und Leben weg. Fuck off. Scheiße. Wo ist der gelbe Affe bloß hin? I don't know. Hoffentlich weit weg von mir. Jetzt war hier wieder Zeit für die Gotcha-Box. We need some cookies. Oh, wir haben ein Minispiel bekommen. Tanz, Affe Tanz verdient. Ja, zeige ich aber erst am Ende des Let's Play. Wieder als Bonus-Part. Oh, ein Affenmärchen, neues. Der dankbare Affe Teil 1. Vor langer, langer Zeit lebte ein Professor ganz für sich alleine. Er forschte in seinem Haus am Berg. Aber er war recht erfolgslos und konnte nie etwas bauen, womit er auch nur einen Cent verdient hätte. Musste Minecraft Let's Play mal und dann wie Gronkh wirst auch reich durch. Hehe, bauen, versteht ihr? Craften. OMG. Eines Tages sah der Professor beim Spazieren einen Affen, der in einer Affenfalle saß und jämmerlich heulte. Ah, okay. Boah, ich will Kekse, verdammt. Tschüss, ist das zu viel verlangt? Boah, ich will kein Fairing geschossen. Na gut, jetzt haben wir Maximum. Dann müsste ich die auch theoretisch mal benutzen, sonst sind die useless. Affenmärchen. Der dankbare Affe Teil 2. Dem Professor tat der arme Affe leid. Deshalb befreite er ihn aus der gemeinen Falle. Affe war überglücklich und verneigte sich viele Male vor ihm, bevor er wieder in die Berge zurückkehrte. An jenem Abend, als der Professor zu Bett gehen wollte, klopfte es an seiner Tür. Als er öffnete, sah er zu seiner Überraschung einen kleinen Jungen, der einen Affenhelm trug. Okay. Ich hab schon mal andere Sätze im Kopf und lese dann was Falsches. Naja. Eine coole Masche bringt dir gar nichts. Dein Horoskop ist mäßig für heute. Beruhig dich einfach und sei du selbst. Das bin ich doch eh immer. Das ist ein geheimes Foto. Oh, das sieht doch mal nice aus. Die Forscheraffen sind am Forschen. Wer hätte das gedacht? Konzeptkunstauswahl. Oh, Hikaru 10. Wieso immer Hikaru hätte es auch gereicht, wenn man nur 3 Hikarus gemacht hätte. Ja, hätte es. Konzeptkunstauswahl. Oh, nice! Levelumgebung. Oh, das sieht richtig nice aus. Auf das Level freue ich mich schon. Das sah richtig gut aus. Und ein Soundtrack. Die verrückten 5 Affen. Okay. Der ist auch ganz nett. 2 haben wir jetzt schon besiegt. Aber der Boss, wie gesagt. Boah, so eine Steigerung. Der erste Boss war so ein Witz, ne? Oh, ne, Viva Spanja. Den Soundtrack will ich nicht. Alter, das geht gar nicht. Mann, ich will ein paar Kekse. Zu viel verlangt? Oh, ja, klar. Naja. Heißt einmal gratis drehen. Mhm. Geheimes Foto. Oh, Robo-Affe. Den kennen wir ja auch. Komm und hol mich. Komm und hol mich, OMG, ey. Jetzt habe ich immer noch im Kopf. Wieder Z-Fabric. Das ist auch ein richtig netter Soundtrack. Oh, was haben wir jetzt? Affenparade, was war das? Weiß ich nicht. Egal. Haben wir vielleicht noch nicht gehabt? Doch, weiß ich nicht. Konzeptkunstauswahl. Oh, Hikaru und Pipachi 2. Am Bein am Schrauben, wie süß. Hey.
Weiter am Craften. Konzeptkunstauswahl und Pipocci. Kleiner Affe. Kleine süße Affe. Ich glaube, der ist auch. War, ja, ich habe da gar nicht drauf geachtet. Der ist gar nicht mehr dabei, oder Leute? War nur so am Anfang dabei, so um einen zu helfen. Ist ja lustig. Oh, aber mir bloß auf, ey. Gelbe Affe, ey. Jetzt kriege ich noch einen Schock. Den will ich nicht nochmal sehen. Oh, Tageshoroskop, so ein Dreck, ey. Das ist blöd vor allem. Geh raus und gib alles. Dein Horoskop ist gut für heute. Yeah, baby! Oh mein Gott. Ein geheimes Foto. Alles, was du hast. Affen einfangen. Jetzt habe ich gleich kein Geld mehr und es kommt nur Scheiße raus. Ey, es gibt zwei Info. In der Titelmusik hörst du jetzt die Worte Sarugetsu. Saru ist japanisch für Affe und der Satz bedeutet, ich hab dich, Affe. Achso, so wie Gotcha, passt ja, Getsu, Gotcha. Ja, nice. Affentipp. Schau dich nach der altmodischen Stahlkiste beim Pool um. Hä? Soll es vielleicht überprüfen, ob sich ein Affe in ihr verbirgt? Aber wie öffnet man eine Stahlkiste? Oh, richtig netter Tipp. Gut, dass wir den haben. Das hat sie jetzt mal richtig gelohnt. Aber ich will auch nur ein paar Kekse, ey. Ah, vergess es, ey. Einmal dürfen wir noch Natsumis Forschungsnotizen. Ich sehe es Tag, ich sehe es Monat. Ich habe heute was Faszinierendes entdeckt. Bei Verletzungen stellt ein kritischer Zustand ein größeres Problem dar als eine herzhafte Verletzung. Toll, meine Forschungen sind noch weiter fortgeschritten. Was soll ich jetzt erforschen? Scheiße, Mann, wir haben kein Geld mehr und keine Kekse. Ist das asozial, ey. Scheiße, Mann. Ist ja ein Affen, wer hier verdient. Der dankbare Affe, Teil 3. Der kleine Junge mit dem Affenhelm hatte sich offenbar verlaufen und brauchte Unterschlupf für die Nacht. Der nette Professor bot den Jungen an, bei ihm zu bleiben. Am nächsten Tag sagte der Junge, wenn er noch etwas länger bleiben dürfte, könnte er dem Professor seinen Dank erweisen. Doch der Professor dürfe nie in sein Zimmer hineinsehen. Okay. Ja, zahlen wir alles ein, aber null. Traurig, aber wahr. Und ich muss jetzt echt hier abspeichern und den Part beenden mit zwei Keksen nur. Also im nächsten Level gibt es ein Fail. Oh, so jetzt immer. Also Leute, bis dann und ciao. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann.